วันจะพรากไปพรากไปทำอะไรได้ดังฝันไปถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราAm besten, du gehst gleich hin und sprichst mit ihr. Jetzt gleich? Je eher, umso besser. Ich hab gedacht, wir machen das heute Abend, dann war es viel leichter. Mach hinne. Ja, aber was soll ich denn sagen? Frag nach einem Nagellack oder irgend sowas. Na los. Hi. Hi. Sie sind doch unsere Pilotin. Ja. Das ist ja toll, dass ich Sie kennenlerne. Schön hier, hm? Ja, sehr schön. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht ein bisschen Nagellackentferner? Ich habe meinen vergessen. Ja, warten Sie einen Moment. Die Zimmer sind ja wirklich haargenau gleich. Hier, danke. Ich bringe ihn dann gleich zurück, ja? Eilt mich. Ich heiße übrigens Barbara. Marita Lambert. Mhm. Ja, dann bis später, Marita. Hm? Bitte, Bärchen, iss nicht so viel von der scharfen Soße. Du weißt doch, dass du es nicht verträgst. Ach, die ist doch gar nicht scharf. Diese Säckchen, einfach köstlich. Also mein Geschmack ist es nicht. Weil du eben nicht weißt, was gut ist. Meine kannst du auch noch haben, wenn du willst. Katja! Wenn er sie so gerne isst. Stört's euch, wenn ich mir schon eine anzünde? Hey, hey, hey! Also diese Säckchen, einfach hervorragend. Als ich an deiner Stelle wäre, was vorsichtig, denn das Zeug kann gleich schon auf den Magen schlagen. Der Arzt schon wieder. Wir sind im Urlaub, Herr Doktor, vergiss das nicht. Das tue ich schon nicht. Deswegen gehen wir jetzt noch ins Bett, nicht Schatz? Jetzt schon, Mucki? Ja, Schatz, ich denke, es ist besser. Schließlich haben wir morgen was vor. Genau, also auf ins Heierbettchen. Wenn Mucki nämlich nicht ausgeschlafen hat, dann hat er immer ein Handicap mit seinem Handicap. Sehr witzig. Aber solange du noch fünf über mir bist, mach ich mir da keine Sorgen. Also dann, bis morgen früh auf dem Golfplatz. Gute Nacht. Schlaf schön. Gute Nacht. Wir genehmigen uns noch ein Fläschchen Zielwasser. Und wie sind Sie darauf gekommen? Ich wollte das schon immer machen. Ich hatte nur noch nie die Zeit dazu. Reichen denn die paar Tage aus für einen Kursus? Ja, ich mache einen Anfängerkurs und dann gehe ich weiter. Tauchen kann man überall auf der Welt. Mutig, mutig. Machen Sie doch mit. Nein, danke. Die Luft reicht mir, da muss ich nicht noch ins Wasser. Mit tausend Dank zurück. Ich möchte Ihnen gerne meinen Mann vorstellen. Hallo Marita, ich bin der Peter. Sie sind doch unser Kapitän. Ich bin Ihr Kapitän, ja. Ja, dürfen wir uns zu euch setzen? Ja, gerne, aber wir sind gerade im Aufbruch. Also dann. Schönen Abend noch. Ciao. Ja, aber wir sehen, ihr seid doch bestimmt nachher noch an der Bar, oder? Marita, wir sehen uns dann heute Abend. Mal sehen, vielleicht. Gut, dann bis später. Sagen Sie, was soll das? Ich wollte noch gar nicht gehen. Tut mir leid, aber das sind meine Zimmernachbarn. Wir waren noch gar nicht fertig. Wir können es ja nachholen. Die sind mir einfach ein bisschen zu aufdringlich. Also ich finde die ganz nett. Sie sind allerdings auch ganz nett. Vielen Dank. Keine Ursache. Bärchen? Was ist denn? Diese Säckchen. Was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Mir dreht sich der Magen um. Diese Teisäckchen, diese elende Teisäckchen. Bist du selber schuld? Warum isst du denn auch so viel? Oh mein Gott. Das ist wirklich so schlimm? Ich sterbe, ich glaube, ich sterbe. Ich rede mal mit Klaus. Nein, um Himmels Willen! Das wäre ein sicherer Tod. Oh, wer ist das denn? Na, wer wohl? Was ist los? Ich bin's, Verena! Ach nee. Was willst du? Rainer, geht's nicht gut. Ja, kein Wunder. Du musst auch so viel von dem scharfen Zeug essen.
Bitte komm rüber, Klaus. Er ist schweißgebadet. Dann mach die Aircondition an. Nein, es ist was Ernstes. Woher willst du denn das wissen? Ich schwöre, die machen das nur, damit wir morgen früh nicht ausgeschlafen sind. Klaus! Du hast den hippokratischen Eid geschworen. Ich habe vor allem eins geschworen, dass ich morgen früh ausgeschlafen auf den Golfplatz gehe. Du wächst ja das ganze Hotel auf. Nun geh schon und schau ihn dir an. Wozu? Ich weiß doch, wie er aussieht. Klaus, ich flehe dich an. Schon gut, ich komm ja schon. Das ist das letzte Mal, dass ich mit denen in Urlaub fahre. Das hast du voriges Jahr auch schon gesagt. Aber diesmal mache ich ernst. Gib mal deine Abwehrtabletten. Er will eine Medizin, also kriegt er eine. Während er morgen früh auf dem Topf sitzt, gewinnen wir beim Topf. Du bist ja richtig gemein. Du sagst es, Schatz. Andreas? Ja? Wo gehst du hin? Ach, ich habe gestern Abend vergessen, das Boot für die Inseltour zu bestellen. Ich fahre noch mal schnell in die Stadt. Können wir da nicht anrufen? Was meinst du, was ich den ganzen Morgen versucht habe? Es geht keine Sau ran. Ja, das ist die Strafe, wenn man echt lange in der Bar sitzt und Teilmädchen schöne Augen macht. Liebe Silvia, was soll ich dazu sagen? Nichts. Nichts. Bis nachher. Also, 5 Minuten gebe ich ihm noch. Wenn er dann nicht vom Klo zurück ist, brechen wir das Spiel ab. Und haben gewonnen. Moment mal. Rainer hat ja noch nicht mal abgeschlagen. Ihr wisst genau, dass er eine Magenverstimmung hat. Das ist höhere Gewalt. In dem Fall würde ich eher von niederen Beweggründen sprechen. Das ist unfair. Das sind die Regeln. Außerdem habt ihr uns nicht schlafen lassen. Genau. Wer nicht rechtzeitig erscheint, hat das Spiel verloren. Da kommt er. Tja, das war's dann wohl. 1-0 für uns. Bärchen. Von links, aber! Sag mal, du steckst doch wohl nicht mehr ganz richtig! Sag mal, du hast wohl deinen Führerschein im Lotto gewonnen, oder was? Are you crazy? I'm so sorry. Aber das macht doch nichts. Na, Rainer, willst du denn gehen? Es geht schon. Mach dir um mich keine Sorgen. Wollen wir nicht lieber hier sein, Bärchen? Jetzt fang du nicht auch an. Es geht doch, habe ich gesagt. Ja, was ist, wenn du unterwegs mal musst? Keine Angst, ich habe die Sache voll im Griff. Na, hoffentlich. Wäre doch zu unangenehm. Katja! Guten Morgen. Schönes Blau. Sag mal, ist er noch immer nicht zurück? Nee, ich verstehe das nicht. Er weiß doch, dass wir jetzt fahren müssen. Hast du dort mal angerufen? Ja, aber es geht keiner ran. Ja, es hilft nichts. Wir können nicht länger warten. Wir fahren unten. Steig bitte ein. Okay. Ist ja nicht das erste Mal. Okay, thank you very much. Kopf und Kap, Kopf und Kap, Kopf und Kap. Thank you, thank you. Kopf und Kap, thank you. You take care for all of them, huh? Okay. Thank you. Why do you look at me that way? Did I do something wrong? Nein, es war alles richtig. Sie sprechen unsere Sprache? Ja, ein bisschen. Es tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst. Nein, das war meine Schuld. Ich bin sicher zu schnell gefahren. Sind Sie verletzt? Nein, alles noch dran. Ja, darf ich Sie nach Hause bringen? Nicht nötig. Ich habe mein Moped und mein Haus ist nicht weit von hier. Ach so. Also dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Übrigens, ich heiße Andreas. Andreas? Ja. Nicht Oliver? Nein, Andreas. Wieso, gefällt Ihnen der Name nicht? Nein, ich meine ja. Ich dachte nur, haben Sie einen Bruder? Nein, nicht, dass ich wüsste. Entschuldigung, ich bin nur, wie sagt man, neugierig.
Gut, dann bin ich auch mal ein bisschen neugierig. Wie heißen Sie denn? Sonsai. Sonsai. Sonsai, wollen wir uns nicht wiedersehen? Warum? Warum? Tja, schließlich hatten wir einen Unfall. Das verbindet. Hi, Marita. Gut geschlafen. Ja. Wir haben uns ein Boot besorgt. Ach ja? Ja, wir wollen raus auf die Insel ein paar Aufnahmen machen. Ja, willst du nicht mitfahren? Nein, nein, ich warte auf dem Shuttlebus, ich will in die Stadt. Kein Bock auf Tempeltouren, was? Nicht, was soll das? Du bist ganz schön fotogen. Willst du was einkaufen im Bukit? Ja, ein paar Kleinigkeiten für meinen Neffen. Oh Mensch, das können wir doch zusammen machen, was, Peter? Wenn du willst, fahren wir dich mit dem Boot hin. Ja klar, wir wollten auch noch was einkaufen. Nein, lassen Sie sich nicht aufhalten. Ach Quatsch, wir lassen uns doch nicht aufhalten. Wir sind doch im Urlaub, alles easy. Ich nehme den Bus. Ach, wer weiß, wann der kommt. Mit dem Boot sind wir doch viel, viel schneller. Außerdem macht es viel mehr Spaß. Sag mal, bist du eigentlich verheiratet? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ist sicher nicht so einfach in deinem Job, hm? Sag mal, was wolltest du eigentlich einkaufen? Oh ja, lass Peter für dich handeln. Der holt dir super Preise raus. Ja, ja, ich hole super Preise raus. Warum machen die das? Damit werden die bösen Geister vertrieben. Versuch's doch auch mal. Vielleicht hilft es in deinem Fall ja auch. Aha, sehr komisch. Wir gehen jetzt drüber zum Haupttempel. Der Vajralong ist Phukets wichtigster buddhistischer Tempel. Entschuldigen Sie bitte, Ja? Ich würde gerne mal verschwinden. Ja, Sie müssen nicht mit rein, wenn Sie nicht wollen. Ich will schon, aber ich kann nicht. Ich müsste erst mal. Verstehen Sie, was ich meine? Ach so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wo Sie, Sie verstehen. Ich werde schon was finden. Ja. Haben Sie auch wieder recht. Du kannst ruhig du zu mir sagen. Danke. Was trinken? Wir haben Bier da, Cola. Eine Cola gerne. Mit Schuss? Nein, nein. Du, Peter? Gib mir mal ein Wasser. Ja, danke. Wie wär's mit einer Runde schwimmen? Wollt ihr? Ja. Ach, nein, ich möchte gern direkt in die Stadt. Ihr könnt auch auf dem Rückweg schwimmen. Ach Quatsch, da haben wir massig Zeit. Komm, Marita, muss das jetzt sein? Was ist denn los? Kannst du nicht schwimmen? Doch, aber ich habe auch nichts mit. Wieso denn? Wir sind ganz allein, ist kein Mensch da. Naja, also wenn es unbedingt sein muss, geht ihr schwimmen. Ich bleib so lange im Boot. Schade. Wer nicht will, der hat schon. Los, Marita, komm mit rein! Nein, nein! Verdammt nochmal. Sind Sie der Stefan? Ja, der Stefan. Sie sehen ja richtig zünftig aus. Ich wusste gar nicht, dass Sie tauchen können. Ich habe gerade einen Kurs. Bitte was? Ich mache einen Anfängerkurs. Ah, ein Anfängerkurs. Stefan, it's your turn. Jump in. Na, dann jumpen Sie mal. Und nur, dass Sie heute kommen. Das Wasser ist herrlich, du verpasst was. Ja, das glaube ich. Ich muss jetzt aber trotzdem weiterfahren. Willst du nicht doch noch mal rein? Nein, ich muss bis mittags wieder im Hotel sein. Oh Gott, da ist jemand genervt. Ich bin nicht genervt. Ich habe nur noch was vor heute. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich mit dem Bus gefahren. Na los, Peter, starten wir. Ja, ja, gleich. Jetzt mal nicht so. Jetzt komm schon. Gleich. Da ist was. Wo? Darf ich hier was brauchen? Oh. Peter! Bleib hier!
das macht nicht. Wunderbar. Schauen Sie sich mal die Lehrerin an. Haben Sie Andreas gesehen? Nee, im Wasser war er nicht. Ja, nee. Ich meine ja auch nur, naja, na gut. Doch, er war vorhin hier. Danke. Yes, all the islands. All the islands, including Phi Island. Tomorrow morning. Yes. Can I be sure? Okay. Okay, thank you. See you tomorrow. Bye. Na, hast du einen schönen Tag gehabt? Oh, ehe du von anderen Horrorgeschichten hörst, ich habe einen kleinen Unfall gebaut. Oh je, ist da was passiert? Nein, mir nicht, Gott sei Dank. Oh. Ich schau mal, da draußen ist die Polizei. Kommen die wegen dir? Ich hoffe doch nicht. Ist was passiert? Was ist denn los? Was ist denn jetzt? Nicht jetzt. Ich bringe sie erstmal aufs Zimmer. Ich komme dann zu euch. Das ist ja furchtbar vor euren Augen. Jetzt trinken Sie das erstmal. Eine grauenhafte Geschichte. Dankeschön. Ich wüsste gar nicht, dass es hier so dicht an der Küste überhaupt Haie gibt. Der Schock steckt mir noch in den Knochen. Die Polizei ist noch mal mit mir rausgefahren, aber die haben nichts mehr gefunden. Schrecklich. Barbara tut mir so leid. Die ist völlig fertig. Hat sie irgendwas gesagt, dass sie gleich zurückfliegen will? Naja, jetzt ist erst mal der Arzt bei ihr. Kronskamp? Nein, danke, das ist sehr lieb von Ihnen, Silvia, aber ich möchte jetzt lieber alleine sein. Nein, nein, geht schon. Mhm. Danke. Ich bin Silvia. Silvia, hallo. Hm? Hallo, morgen. Ich hab's auch schon versucht, die meldet sich nicht. Was? Na, hoffentlich macht die keinen Blödsinn. Das glaube ich nicht. Oder sollen wir jemanden holen, der die Tür aufmacht? Ja, ich hol den Manager. Halt. Moment, Moment, Moment. Wen ihr? Ja? Ja, die habe ich heute Morgen schon gesehen. Die ist in die Stadt gefahren. Was? Abgereist? Das glaube ich nicht. Sie hatte jedenfalls kein Gepäck dabei. Das ist ja merkwürdig. Naja, andererseits, was soll sie hier rumsitzen und sich von allen bedauern lassen? Ja. Ich hab ihn schon! Was? Moment, au! Was passiert? Was denn? Au! Mein Knöchel! Tut mir leid, Liebling, aber das hab ich doch nicht gewollt. Das sagst du immer, wenn es zu spät ist. Komm, komm da hinten rauf. Nerv mich. Moment. Wo denn? Hier? Der ist gebrochen. Ich spür's genau. Das sieht nicht gut aus. Scheint tatsächlich gebrochen zu sein. Woher willst du das denn wissen? Du bist doch bloß Augenarzt. Quatsch. Blödsinn, das ist doch nicht gebrochen, das verstaut. Ach, das war's dann wohl. 1:1. Keine Menschen umfahren. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, danke. Ich will nur ein paar Sachen für meinen Neffen einkaufen. Wann wollen wir uns denn hier wieder treffen? Ja, würde es Ihnen was ausmachen, wenn Sie sich zurück ein Taxi nehmen würden? Dann dauert es länger bei Ihnen. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich dachte, Sie wollten nur das Boot abbestellen. Ja, aber ich habe hinterher noch eine kleine Verabredung. Aha, verstehe. Na dann viel Spaß. Danke. Und lass dich beim Einkaufen nicht übers Ohr hauen. Nein, nein, ich weiß. Handeln, handeln, handeln. Thank you.
geht's? Ja, du lieber Gott. Was haben Sie denn angestellt? Deine Frau hat sich nur den Fuß verstaucht. Er ist gebrochen. Soll ich einen Arzt rufen? Nein, vielen Dank, ich bin selber Arzt. Wenn du mich fragst, ich würde sie lieber ins Krankenhaus bringen lassen. Deine Diagnosen. Dich fragt aber keiner. Ich werde doch wohl noch eine Prellung von einem Bruch unterscheiden können. Du wirst deinen Ärger nicht an deiner Frau auslassen, nur weil ihr verloren habt. Wir haben nicht verloren, wir haben abgebrochen. Moment. 4-2. Was erhoffst du dir von einem weiteren Spiel? Außerdem sagt die Regel... Ich weiß, was die Regel sagt. Au! Und dann hör auf zu streiten. Ich bring Katja endlich aufs Zimmer. Wenn du einen guten Anwalt brauchst, stehe jederzeit zur Verfügung. Ja, Rainer. Lass bloß die Finger von meiner Frau. Ja, aber schleppen darf ich sie, ja? Was sind denn das für Komiker? Das ist das Mal, dass wir mit euch in Urlaub fahren. Das sind zwei befreundete Ehepaare aus Hannover. Die fahren seit Jahren gemeinsam in Urlaub. Und den verbringen sie dann im sportlichen Wettbewerb. Und der Verlierer muss dem Gewinner den Urlaub zahlen. Das ist aber originell. Ja. Und wie man sieht, arbeiten sie mit allen Mitteln. Ja. Wo ist Ihre Gruppe? Meine Kollegin kümmert sich darum. Ich bin froh, dass wir uns wiedersehen. Ja? Ich auch. Augenblick mal. Oliver? Ja, Oliver B. aus Ida Oberstein. Naja, also viel kann man ja nicht drauf erkennen, aber ja, irgendwie sieht er mir schon ähnlich. Genauso blaue Augen. Blonde Haare, das gleiche Lachen, nur viel jünger. Ah ja. Kein Problem, er ist mein Bruder. Ach so. Hallo? Was war denn? Wir gehen woanders hin. Now you know how to plan recreational dives, and after this we have a look at the surface interval. For this you need to know how long and how deep you want to stay on each dive. For this you have a look at table number one. You know that you want to go 18 meters for 40 minutes. So you go down the 18 meters line and you find the 41 minutes. Dauert das hier noch länger? Wieso? Ich müsste Sie mal dringend sprechen. Mensch, es ist gerade die Nullzeit-Tauchtabelle dran. Die was? Die Nullzeit-Tauchtabelle. Ah ja. Ich müsste Sie trotzdem dringend sprechen. Was gibt's denn? Ich habe das Gefühl, dass hier jemand ein ganz böses Spiel treibt. Wenn das so ist. Do you have any more questions about the dive table? Und er hat sich nie wieder gemeldet? Nein, nie wieder. Als er ging vor 2 Jahren, versprach er wiederzukommen, um mich mitzunehmen. Und du wartest immer noch? Mein Bruder ist sauer auf mich. Er denkt, ich gehe mit jedem Touristen, aber das ist nicht wahr. Ich liebe nur Oliver. Und du möchtest ihn unbedingt wiedersehen. Dafür lebe ich. Aber Deutschland ist so weit. Naja, so weit nun auch wieder nicht. Dann lass den alten Andreas mal ein bisschen Detektiv spielen. Wie heißt er noch? Oliver B. aus Ida Oberstein. Naja. Klingt ja wie ein Krimi. Man könnte einen draus machen bei den Zutaten. Junges Ehepaar fährt in Urlaub, Mann verunglückt, Frau kassiert Lebensversicherung. Lebensversicherung? Woher wissen Sie das? Die Polizei hat Barbara danach gefragt. Und ich musste ja als Zeugin aussagen. Ja, aber Sie haben doch mit eigenen Augen gesehen, ja, dass der ja, Mann doch einen Haifisch. Trotzdem, ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. So verhält sich doch niemand, dessen Partner gerade tödlich verunglückt ist.
Wo ist die heute mit der Fähre hingefahren? Und vor allen Dingen, mit wem hat sie so fröhlich telefoniert, während sie hier vor uns die trauernde Witwe spielt? Vielleicht hat sie einen Komplizen. Habe ich auch schon gedacht. Ein Liebhaber, der hat ihn umgebracht. Ich denke, das war der Haifisch. Und was ist, wenn der Haifisch gar kein Haifisch war? Meine Herren, wo waren wir hin, alle? Da ist sie, Barbara. Wir haben sie schon überall gesucht. Ja? Tut mir leid. Was haben Sie denn gemacht die ganze Zeit? Nichts. Ich war fast nur auf meinem Zimmer. Barbara! Wollen Sie nicht mit uns frühstücken? Nein, nein, nein. Ich bin jetzt lieber alleine. Wenn Sie irgendwas brauchen, sagen Sie Bescheid, ja? Ja, das mache ich. Sie geht wieder auf die Fähre. Und sie sieht sehr fröhlich dabei aus. Ich kombiniere, da müssen wir sehr fröhlich hinterher. Klaus, ein bisschen Schmerzensgeld abgeschwatzt? Was meinst du mit Schmerzensgeld? Mir brauchst du doch nichts vormachen. Ich hab doch gleich gewusst, dass das alles nur Show war. Ansonsten kriegst du deinen knickrigen Klaus ja nicht dazu, dir was Anständiges zu kaufen. Jetzt tu bloß nicht so, als würde Rainer dir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Der steckt doch jeden Pfennig in seine dämlichen Oldtimer, die du dann nicht mal fahren darfst. Ach, ganz so schlimm ist es auch nicht. Immerhin können wir uns noch eine Putzfrau leisten. Ach, Katja, du solltest ein bisschen auf deine Hände aufpassen. Ich habe vorhin gesehen, deine Nägel sind ganz schön ruiniert. Ich glaube, ich nehme das. Ist das dein Ernst? Wieso? Du willst das Kleid kaufen? Ja, warum nicht? Will dich ja nicht beeinflussen. Aber ich finde, es ist ein bisschen unvorteilhaft für dich. Unvorteilhaft? Findest du? Ja, es macht so einen kurzen Hals. Du machst mich ganz unsicher. Nein, nein, wenn es dir gefällt, bitte kauf es. Du meinst also, ich soll es nicht nehmen? Es ist
reine Seide und gar nicht mal so teuer. Willst du meine ehrliche Meinung hören? Das kannst du höchstens im Fasching anziehen. Und dann brauchst du noch eine gute Maske. Danke für das Kompliment. Gern geschehen. Sag mal, Verena, wollen wir nicht endlich aufhören damit? Womit? Mit diesem ständigen Kleinkrieg. Und diese dauernden Wettkämpfe im Urlaub gehen mir auch schon langsam auf den Keks. Lass uns doch Schluss machen damit. Jeder zahlt seinen Urlaub selbst und wir haben nicht diesen Stress. Ach nee. Das hast du dir aber fein ausgedacht, nachdem wir letztes Jahr verloren haben. 17.000 Mark hat uns der Spaß gekostet. Ich hoffe, du weißt das noch. Natürlich weiß ich das. Deswegen habe ich mir auch schon was überlegt. Wenn ich euch diesmal helfe zu gewinnen, sind wir quitt. Und in Zukunft lassen wir den Käse. Uns helfen? Wie denn? Unsere nächste Disziplin ist doch Bogenschießen, oder? Du kannst ja nicht jedes Mal daneben schießen. Natürlich nicht. Zwei Treffer? Tja, und beim dritten? Ich gehe ihm nach. Bleiben Sie hier und passen auf die Frau auf, okay? Zu Befehl, Miss Marple. Hey, toll! Komm, Schatz, noch so ein Treffer und wir haben es geschafft. Tja, ihr Lieben. Sieht ganz danach aus, als würdet ihr uns auch dieses Jahr den Urlaub spendieren. Sieht ganz danach aus. Wahnsinn, Schatz! Das ist eine Frau, was? Halt, das gilt nicht. Ich habe sie angestoßen. Ja, das stimmt. Mach doch nichts. Nein, 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 so geht das nicht. Das muss sie wiederholen. Wieso? Sie hat geschossen und getroffen. Ob mit oder ohne Rempler. Fakt ist, wir führen 2-1. Und darauf nehmen wir es mal ein. Klaus, warte doch mal. Falsche Schlange. Hallo, Peter. Marita. Ja, diesmal haben Sie den Kampf mit dem Fisch ja gewonnen. Dicke Scheiße. Wo kommen Sie denn her? Eine feine Sache habt ihr euch da ausgeheckt. Naja, für einen Versicherungsbetrug muss man sich auch was einfallen lassen. Und ich war der dumme Zeuge, der in eurem Spiel noch gefehlt hat. Okay. Wie viel wollen Sie? Um wie viel geht es denn? Ich gebe Ihnen 100.000. Oh. Mir ist nicht drin. Und wie viel teilen Sie sich? Okay, 150.000. Aber das ist die Schallmauer. Ich habe die ganze Sache doch nicht aufgezogen, um nachher wieder alles auszugeben. Ja, ja, klar. Es war ja auch eine aufwendige Inszenierung, nicht? Allerdings. Ich an Ihrer Stelle würde mich darauf einlassen. Sonst sage ich, dass Sie in der Geschichte mit drinstecken. Aha. 150.000, das ist eine ganz hübsche Summe. Für eine kleine Zeugenaussage ist das mehr als genug. Sind wir uns einig? Hallo, Barbara! Hallo, Barbara. Hallo, Barbara.
wirklich sehr leid. Aber das war's dann wohl. Das. Doch, das gibt's. Muss ich jetzt hier zur Polizei gehen und Ihnen die ganze Sache erklären? Lassen Sie doch die beiden selber erklären, warum der plötzlich wieder lebendig ist. Da haben Sie auch wieder recht. Klemmt der sich einfach eine Taucherausrüstung unter das Boot? Anders wäre er nicht weggekommen. Und ich falle auf das Theater auch noch rein. Also darauf wäre sogar ich reingefallen. Übrigens ist der Fall noch keineswegs abgeschlossen. Wieso? Wir haben noch eine Menge nachzuholen. Wie meinen Sie das? Also wir sind ja über die Vorspeisen gar nicht rausgekommen. Nicht, dass wir uns missverstehen. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich doch. Nee, mein Lieber. So haben wir nicht gewettet. Wenn Katja nicht weitermachen kann, dann habt ihr verloren. Hör mal, müsst ihr doch nicht allen Ernstes mit einem gebrochenen Fuß aufs Pferd scheuchen. Na, jetzt hör aber auf. Der Fuß ist ja gar nicht gebrochen. Gebrochen oder verstaucht ist doch wurscht. Jedenfalls kann ich nicht reiten. Ach, du kannst gar nicht reiten? Tada. Haben wir sowieso gewonnen. Natürlich kann sie reiten. Das weißt du doch ganz genau. Was ist jetzt nur für Quatsch? Tja, also dann. Vielen Dank für den schönen Urlaub. Ich finde, darauf sollten wir einen trinken. Arne, jetzt mal ganz ernst. Ich finde das nicht okay. Die Flasche geht selbstverständlich auf mich. Moment mal, so läuft das nicht. Wir müssten für Katja eine Ersatzdisziplin finden. Und wie hast du dir das vorgestellt? Kleines Ohrfeigenduell? Haha. Nein, also damit sind wir nicht einverstanden, nicht wahr, Liebling? Tut mir leid, Klaus. Aber Katja sieht das ein. Nein, Katja sieht das nicht ein. Also gut, dann lass uns eine Münze werfen. Das haben wir auf den Seychellen auch gemacht. Du bist ein ziemlich mieser Verlierer, weißt du das? Wir haben nicht verloren. Es steht unentschieden. Unentschieden gibt's nicht. Ganz genau. Nach all den faulen Tricks, mit denen ihr versucht habt, uns auszuschalten, ist es nur recht und billig, wenn ihr diesmal bezahlt. Was heißt hier ausschalten? Was willst du damit sagen? Du weißt ganz genau, was ich meine. Erst versucht sie, mich mit diesen Thai-Säckchen vollzustopfen, die ich gar nicht essen will, und dann legst du mich mit deinen Drogen lahm. Lächerlich, ich habe nur die Tabletten verwechselt. Kann doch mal passieren. Verwechselt? Ha, dass ich nicht lache. Vielleicht solltest du mal zum Augenarzt gehen. Haha, Verena, sehr witzig. Ich an deiner Stelle würde mich zurückreißen. Ihr habt verloren. Aus, basta. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Haben wir nicht. Habt ihr doch. Haben wir nicht. Habt ihr doch. Entschuldigung, aber warum werfen Sie nicht eine Münze und machen dem Streit ein Ende? Ich find's lächerlich, wenn sich erwachsene Menschen... Wie bitte? Also hören Sie mal, wie kommen Sie dazu, sich in unser Gespräch zu mischen? Allerdings. Wer hat Sie eigentlich gefragt? Ja, das finde ich auch. Wie kommen Sie überhaupt dazu? Entschuldigung, ich wollte nur helfen. Wir brauchen Ihre Hilfe nicht. Vielen Dank. Keiner hat sich darum gebeten. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten, ja? Sonst spricht mein Mann mal mit Ihrem Chef. Und Sie können sich einen neuen Job suchen. Sehr gut, Katja. Wissen Sie was? Sie können mich mal. Wie haben Sie das jetzt gemeint, bitte? Genauso, wie ich es gesagt habe. Ich wünsche noch einen schönen Abend. ฉันน่ะก็พี่มาอยากให้หนูไปพี่รู้ไหมว่าหนูมีนัดชาวบ้านเขาจะว่าเอาได้นะการทำตัวของหนูGestern, ich habe auf dich gewartet. Tut mir leid, ich konnte nicht. Ich habe was für dich. Hm? Dann mach's auf. Hm?
Ein Flugticket? Aha. Für mich? Aha. Komm, bitte, setz dich doch. Entschuldigung. So. Außerdem habe ich gestern viel für dich telefoniert. Also pass mal auf, es ist... Ja, Moment. Kleinen Moment, ja. Komm her. Good morning, thank you. So, that's for you. Thank you. Komm gut, ja. Thank you. Du kannst wieder reinkommen. Also, es gibt 5 Olivers in Idar-Oberstein, die alle mit B anfangen. Von Bacher bis Birkenstock mit Y. Wir können ihn also finden. Dein Oliver. Und ich bin gern bereit, dir weiterzuhelfen, aber bist du dir überhaupt darüber im Klaren, wohin dich diese Reise führen kann? Weißt du, 2 Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit. Vielleicht hat er dich vergessen. Vielleicht hat er eine Frau, hat Kinder. Muss schon sein. Ich will dir deinen Traum nicht zerstören, aber Deutschland kann sehr kalt sein. Entschuldigung. Ja, Romberg. Ja, Gott, der Flieger geht um 12, also ich würde sagen, Abfahrt vom Hotel 10.30 Uhr. Ist das okay? Ja. Also es sei. Noch 3 Stunden. Das war mal wieder ein richtig runder Urlaub. Bisschen turbulent schon, aber so jung kommen wir jedenfalls nie wieder zusammen. Ich freue mich schon auf unseren gemeinsamen Skiurlaub. Ich auch. Ist ja auch immer wieder nett mit euch. Aber eines sage ich euch, mit dieser glücklichen Reise. Genau. Du, Klaus, hör mal zu. Wir sind doch jetzt praktisch quitt. Was hältst du davon, wenn wir das jedes Mal ein bisschen manipulieren? Wie meinst du das? Naja, ihr habt letztes Mal gewonnen, wir dieses Mal. Naja. Ja, okay, und nächstes Jahr gewinnt ihr eben wieder. Wir helfen jedes Mal ein bisschen nach. Ach so. Na, warum nicht? Aber jetzt willst du für mich fahren. Natürlich nicht. Bleibt ganz unter uns. Andreas? Ja? Jetzt komm bitte. Mensch, komm, jetzt reiß dich zusammen. Ich brauch dich wirklich. Ja. Ja, mach du das Check-in. Tu mir den Gefallen. Ach, komm. Bitte, ich muss auf jemanden warten. Auf Sonchai. Auf wen? Das erkläre ich dir alles später. Bitte. Okay. Danke. Haben Sie nicht doch Lust, tauchen zu lernen? Nein, danke. Aber eins ist mir durch die Geschichte klar geworden. Was denn? Ich brauche dringend eine Lebensversicherung. Andreas, komm jetzt. Ja. Ja, gib mir noch 2 Minuten. Sie war gerade bei mir und hat mir das für dich gegeben. Du sollst es aber erst im Flugzeug aufmachen. Sie hat nicht gesagt, dass... Erkläre ich dir alles später. Komm. Mein Herz ist traurig, Andreas. Aber mein Verstand sagt mir, dass ich hier bleiben muss. Danke, deine Sonne sei.